In diesem Video zeige ich euch, wie ich dieses Schwerlastregal selbst gebaut habe, welches perfekt geeignet ist für schwere Lasten. Und wenn ihr euch interessiert, wie ich das genau gemacht habe, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Bevor es losgeht, gebe ich euch nochmal einen Überblick über das hier verwendete Werkzeug. Wir brauchen eine Kappsäge, einen Akkuschrauber, eine Handkreissäge für den Zuschnitt der USB-Platten, eine Schlagbohrmaschine zum Bohren der Löcher für die Dübel im Beton. Empfehlenswert wäre noch ein rechter Winkel und Wasserwagen in verschiedenen Längen. Und das wäre soweit das Werkzeug, welches wir für diese Baumaßnahme benötigen. Da das Regal gut in den Raum reinpassen soll und nicht schräg drin stehen soll, habe ich das mit einem rechten Winkel angezeichnet, wo die untere Dachlatte verlegt werden soll. Diese wurde dann an dem Strich angelegt und mit Schlachtdübeln befestigt. Eventuell, wenn der Raum zum Beispiel im Keller ist, kann man auch noch Dachpappe runterpacken. Da es sonst passieren kann, wenn der Kellerfußboden leicht feucht ist, dass euch die Dachlatte weggammelt. Und so wie hier gezeigt, nur nicht auf dem Boden, sondern an den Wänden wurden senkrecht auch nochmal zwei Dachlatten links und rechts befestigt. Nun kam oben quer eine Dachlatte einmal von links nach rechts komplett rüber. Da wir keine so lange Dachlatte hatten, wurde diese genau über einer stehenden Dachlatte gestückelt und mit Druck zusammengepresst. Da ich das Regal oben an der Decke nicht befestigen konnte, da ich da keinen Halt gefunden hätte, habe ich das so gemacht, dass ich die stehenden Dachlatten mit Spannung eingebracht habe und dadurch das Ganze auf Spannung steht und so sich festkeilt. Nun wurden noch zwei weitere Pfosten eingekeilt, welche ich dann einen Meter auseinandergesetzt habe von dem anderen Pfosten und diese wurden auch dann noch festgeschraubt. Jetzt wurde parallel zur Regalfront die Regalrückseite montiert. Nun wurden die Dachlatten befestigt, welche wir brauchen, um unsere Böden zu befestigen. Diese geben der ganzen Konstruktion weiterhin viel Stabilität, da sie das Ganze weiterhin versteifen. Beim Festschrauben habe ich das Ganze mit einer Wasserwaage dann immer wieder kontrolliert, damit das dann eine Fläche ist und nirgendwo irgendwo abschüssig ist, weil das sieht auch nicht schön aus, wenn dann irgendwie die Flaschen oder so aus dem Regal dann rollen. Dann wurde zwischen den Dachlatten nochmal eine Dachlatte zwischengeschraubt. Dies habe ich gemacht, damit die USB-Platte, welche nachher als Boden fungieren wird, nicht durchhängt. Die Front wurde mit USB-Resten verblendet und somit sieht das Ganze ordentlicher aus. Nun wurden die Kanten der USB-Platte noch mit einem Winkelschleifer und einer Schrubbscheibe gebrochen und so kann man sich keine Splitter einreißen. Und fertig ist unser maßgeschneidertes Schwerlastregal, welches schon einige Kilos aushalten kann. Selbst mich hat es ausgehalten. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hat euch das Video gefallen, dann lasst doch gerne ein Abo da, sofern ihr es noch nicht gemacht habt. Gebt ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen. Tschüss.